Seit 18 Jahren ist Ravi Muhammunkar Filmvorführer im Shirin-Kino im indischen Bombay. Ein Teil der Ausstattung, mit der er arbeitet, ist Jahrzehnte alt. Doch er ist froh, überhaupt noch Arbeit zu haben. Wir Filmvorführer haben gute Jobs und mögen unsere Arbeit. Das Shirin ist eines der letzten traditionellen kleinen Filmtheater in Bombay. Die Kinoindustrie stellt immer mehr auf Digitaltechnik um und viele der Filmvorführer, die noch mit den alten Geräten arbeiten, verlieren so ihre Stelle. Die Kinos haben ihr eigenes Personal. Wenn ich dort nach Arbeit frage, sagen sie immer, dass sie niemanden brauchen. Bombay gilt als die Hauptstadt des indischen Films. Die Stadt war einst berühmt für ihre traditionellen Filmtheater. Viele Inder entdeckten ihre Leidenschaft für den Film, als die ersten Bollywood-Streifen in den kleinen Kinos über die Leinwand liefen. Doch viele der klassischen Kinos sind in einem baufälligen Zustand. In den vergangenen Jahren mussten Dutzende schließen. An die Stelle der alten Kinos traten topmoderne Multiplex-Kinos mit mehreren Sälen. Allein in Bombay gibt es davon 20. Die Karten hier sind fünfmal so teuer wie in traditionellen Kinos. Doch die Filmfans geben das Geld gern aus. Viele der alten Kinos sind ziemlich heruntergekommen. Die Sitze sind nicht so gut. Wir haben uns auch einfach an die Multiplex-Kultur gewöhnt. Die neuen Kinopaläste haben der in Bombay ansässigen Bollywood-Industrie einen enormen Aufschwung beschert. Durch die höheren Kartenpreise ist wieder Geld in die schwächelnde indische Filmsparte geflossen. Doch mit der rasanten Entwicklung der Filmindustrie muss auch das alte Kinopersonal umlernen oder die Stelle wechseln.